Servus, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial erkläre ich euch heute, wie man beim Sturz im Firn richtig reagiert. Ausrutschen im Firn ist lebensgefährlich. Die Geschwindigkeit steigt bis zum freien Fall an. Eine blitzschnelle Reaktion ist nötig, um den Sturz zu bremsen, bevor man Fahrt aufnimmt. Die Position, mit der ich am besten bremsen kann, ist die Liegestütztechnik. Egal, ob ich kopfüber auf dem Bauch rutsche oder auf dem Rücken, ich muss mich schnellstmöglich in die Liegestützposition bringen. Die Grundstellung dazu ist die Bauchlage mit gespreizten Armen und Beinen, auch X-Stellung genannt. Zum Bremsen drücke ich die Schuhspitzen so fest als möglich in den Schnee, während ich eine Liegestützposition einnehme, um möglichst viel Druck auf die Zehenspitzen zu bekommen. Drehungen können durch einen Anker erfolgen. Dazu drücke ich zum Beispiel Ellbogen, Knie und Hände in den Firn, um den Körper zu drehen. Sämtliche Bewegungen gehe ich dosiert an, um keine Überschläge zu produzieren. Beim Sturz mit Steigeisen muss ich schnell reagieren. Sobald ich Fahrt aufgenommen habe, muss ich die Beine immer anheben. Ansonsten besteht erhebliche Verletzungs- und auch Überschlagsgefahr. Das Abbremsen muss dann immer mit dem Pickelrettungsgriff erfolgen. Dabei ramme ich die Haue oder Schaufel des Pickels in den Schnee und ziehe ihn unter meinen Körper. Die verschiedenen Bremstechniken bei Stürzen im Firn müssen regelmäßig geübt und auf Hochtour beherrscht werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.